Hier ist mal wieder eure Cameo-Maus, der Andreas, und in dem heutigen Tutorial geht es um Nachzeichnen, warum man nachzeichnen muss, so ein paar Voraussetzungen und die Technik als solches. Aber wie immer an dieser Stelle erstmal, ich arbeite mit einem MacBook, mit der neuesten Betriebssystemversion und dem Silhouette Studio in der Version 4.4.476 SSBE und SS wie immer für Silhouette Studio und BE für Business Edition. Und auch wie immer an dieser Stelle, ihr werdet es gleich sehen, da gibt es jetzt in dieser Funktion Nachzeichnen auch wieder spezielle Sachen, empfehle ich euch die Designer Edition, denn mit der könnt ihr das dann auch machen. Aber wir beschäftigen uns in diesem Tutorial erstmal nur mit dem, was wir als Normalsterbliche nutzen können. Gut, dann machen wir das mal weg hier und schließen die Seite, damit wir nicht durcheinander kommen. Warum machen wir das Ganze oder wofür müsst ihr nachzeichnen? Nachzeichnen müsst ihr, weil im Normalfall ihr ein schönes Foto habt, ein JPEG, und ihr möchtet dieses JPEG nachzeichnen. Ich habe es euch mal hier gemacht. Ich scroll mal kurz raus. Dann könnt ihr das sehen. Das hier oben ist das JPEG. Das ist das Foto. Ihr kriegt ein Foto und ihr möchtet jetzt mit so einem Quadrat und mit so einem Stern und ihr möchtet das gerne schneiden. Das funktioniert nicht, weil das ist ein Vektorgrafikprogramm, das Studio. Und das erkläre ich euch jetzt. Was ist ein Vektorgrafikprogramm? Naja, gucken wir uns mal das JPEG an. Je näher ich reinscrolle, umso mehr wird klar, woraus ein JPEG besteht. Ich gehe noch ein bisschen näher rein, dann seht ihr, je mehr ich reinscrolle, umso deutlicher wird es dann, von der Schärfe ist so ein bisschen deutlicher, dass sich dieses gesamte Bild aus kleinen Vierecken zusammensetzt, die man auch Pixel nennt. Und wenn ich eine bestimmte Größe habe in meinem Foto, die ist so, und ich vergrößere es immer weiter, sehe ich irgendwann diese Pixel. Das bedeutet, wenn ich jetzt mit der Cameo schneiden würde, dann würde die so schneiden. Die würde nicht den Stern schneiden, sondern die würde hier lang schneiden, da, 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 da. Die würde die Außenkante schneiden. Das ist aber nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja einen schönen Stern ausschneiden. Und dafür braucht man Vektorgrafiken. Was ist eine Vektorgrafik? Okay, fangen wir mal damit an. Wenn ich jetzt hier drauf gucke, merkt euch diesen Stern und diesen Stern. Ich scroll jetzt mal raus, denn die großen Sterne, dieser und dieser, sind aus den beiden Teilen entstanden. Hier habe ich einfach nur das ganze JPEG groß gemacht. Und hier, dieser Stern, ist das Nachzeichnen dieses Sterns und dann vergrößert. Und jetzt gehen wir wieder nah dran. Und um das JPEG, das JPEG habt ihr hoffentlich schon verstanden, um das mit der Vektorgrafik zu verstehen, muss ich jetzt hier mal einen Doppelklick drauf machen. Ein Doppelklick wäre nett, wenn jetzt auch noch die Sachen entstehen. So. Und jetzt seht ihr, da erscheinen solche Punkte. Diese Punkte sind nicht durch Zufall da, sondern diese Punkte sind, ja, nennen wir es mal Rechenformeln. Da steht jetzt zum Beispiel ganz vereinfacht drin, von diesem Punkt bis zum nächsten Punkt sind es ungefähr 2 cm und das ist der Winkel von, was weiß ich, 10 Grad. Das steht da drin. Wenn ich jetzt das Ding vergrößere, das heißt also, ich gehe hin, eigentlich nur den kleinen Stern, ist viel einfacher, wollen jetzt viel rumscrollen. Wenn ich den jetzt nehme, ich kann wieder auf normal bearbeiten und vergrößere den, ja, dann müssen jetzt, Moment, dann müssen jetzt all diese Punkte, jeder einzelne, neu berechnet werden. Also gerade war es ja von hier bis da, sagen wir mal, 1 cm, jetzt ist es von hier bis da 2 cm. Von da bis da sind es 2 cm. Es muss alles neu berechnet werden. Das macht es für eure alten Rechner und auch manchmal für die neuen Rechner so schwierig
und lässt sie abstürzen oder langsam arbeiten, weil die unendlich viel Rechenarbeit machen müssen. Hier ist es jetzt einfach, aber bei anderen Geschichten habt ihr zigtausende von diesen Punkten und jeder Punkt muss dann einzeln neu berechnet werden. Passiert zum Beispiel bei Leuten, die radieren. Da kann sowas ganz schnell passieren. Ich radiere auf einmal, was weiß ich, 200 Punkte weg. Dann braucht der Rechner Zeit, um jedes Teil wieder neu zu berechnen, was da dran hängt. Aber der Vorteil von dem Ganzen ist, ich bekomme immer eine randscharfe Vergrößerung. Ob ich ihn nur dieses Stückchen vergrößere oder ob ich ihn so riesig ziehe, ist völlig egal. Es gibt immer den gleichen scharfen Rand. Es gibt bei einer Vektorgrafik keine Pixel. Das ist der gravierende Unterschied zwischen einem Foto, einem JPEG oder PNG oder was auch immer und einer Vektorgrafik. Die Vektorgrafik bleibt bei jeder Vergrößerung, egal wie groß ihr es zieht, ihr könnt das auf Hochhausgröße ziehen, diese Kante bleibt immer gleich scharf. Das ist ja das, was wir für unseren Plotter auch brauchen. Okay, dann haben wir jetzt den Punkt abgefrühstückt. Ich denke, das dürfte jedem klar sein. Da habe ich gerade zwei Begriffe benutzt. JPEG, JPEG oder PNG. Was ist das? Okay, grundsätzlich sind JPEG und PNG eigentlich erstmal zwei Arten, wie Fotos abgespeichert werden können. Nur da gibt es jetzt einen gravierenden Unterschied. Bei einem JPEG-Foto wird immer der Hintergrund mit abgespeichert. Das heißt, ihr seht, ich habe die roten Flächen, das ist das, was ich erstellt habe. Und ich habe den weißen Hintergrund. Der wird bei einem JPEG immer mit abgespeichert. Ihr könnt das jetzt auch so einfach nicht voneinander trennen, das ist einfach da drauf. Ihr seht, den Text habe ich nachträglich einfach so draufgesetzt. Diese Grafik links als PNG ist auf dem gleichen, aus dem gleichen Vorbild. Nein, nicht Vorbild. Aber aus dem gleichen Bild entstanden. Ich habe nur beim Abspeichern das Format PNG gewählt. Und jetzt seht ihr hier, gibt es einfach keinen Hintergrund. Es gibt nur die Motive, aber der Hintergrund ist sozusagen durchsichtig, der ist gar nicht da. Das hat jetzt für uns auch tatsächlich einen Vorteil. So, an diesem Bild hier kann ich nicht viel tun. Ne? Da kann ich auch nicht viel beeinflussen. Ich kann es wegmachen, ja. Hey, warum will ich, da will ich da gar nicht hin. Ich kann es wegmachen, ich kann es nochmal auch zurückholen, aber richtig was machen kann ich da nicht. Deswegen müssen wir hier nachzeichnen. Das zeige ich euch ja gleich. Also hier muss nachgezeichnet werden. Jetzt mache ich das mal kurz weg. Und wir holen uns das nächste ran. Wir gucken uns das PNG-Teil mal an. Da hat jetzt das Silhouette Studio in der Version 4 oder in der jetzt aktuellen Version eine Neuerung eingebaut. Das nennt sich Auto Trace PNG. Was bedeutet das? Na ja gut, das sieht jetzt erstmal so aus wie vorher auch. Nur kann ich jetzt hier hingehen, ich nehme mal die Farbe raus und sage keine Farbe. Und ihr seht, es bleibt ein Rahmen stehen, nämlich ein Rahmen aus Schnittlinien. Das bedeutet, ich zeige es euch auch mal, wenn ich auf Senden gehe, dass es tatsächlich auch Schnittlinien sind. Es sind direkt Schnittlinien. Das heißt, das Studio legt automatisch die Umrandung bei einem PNG als Schnittlinie fest. Das macht das ganz von alleine, da müsst ihr nichts tun. Auto Trace PNG nennt sich das. Gut. Das war jetzt so eine kleine Neuerung. Jetzt wollen wir mal tatsächlich in die Action gehen. Wie heißt es so schön? Action. Grundsätzlich müsst ihr euch merken, ich mache mal kurz das Menü auf. Das ist hier dieser Schmetterling. Ich suche den in 90% der Fälle ganz verzweifelt. Ich weiß nicht warum. Ich gehe da einfach mal drauf und jetzt öffnet sich hier mein Nachzeichenfenster. Jetzt kommen wir ganz kurz zu dem, was ich gerade gesagt habe. Nachzeichnen hat jeder von euch auf seinem Rechner. Nachzeichnen nach Farbe und nach Magnetspur haben nur die Leute, die Designer Edition oder höher nutzen. Heute beschäftigen wir uns ausschließlich mit dem Nachzeichnen und nächste Woche in dem Tutorial werde ich mich dann mit den Designer Edition Sachen beschäftigen.
Gut, was müssen wir uns jetzt merken beim Nachzeichnen? Also grundsätzlich wissen wir jetzt, wenn ich ein JPEG-Foto habe, ein JPG-Foto oder wie immer ihr das nennen wollt, dann muss ich nachzeichnen. Dabei ist zu beachten, und das macht das Leben für euch einfacher, je höher der Kontrast ist, also der Unterschied, in diesem Fall der maximale Kontrast weiß und schwarz, umso besser kann das Programm die beiden Sachen voneinander trennen und erkennt die Linien, wo es nachzeichnen soll. Okay, das kann ich mir jetzt bei dem Teil sparen, weil es ja schon gemacht ist, aber ich zeige euch das einmal, wie man es grundsätzlich macht. Ihr geht hier oben auf Bereich zum Nachzeichnen auswählen, Linksklick. Ihr kriegt jetzt so ein Kreuz, ne? Und jetzt wieder Linksklick und durchziehen. Ach verdammt, ich habe jetzt nur die Hälfte geschafft. Ist gar kein Problem. Geht einfach hin, ihr könnt es hier noch nachträglich immer so anpassen, wie ihr es braucht. Okay? So, jetzt habe ich den Bereich Nachzeichnen und ihr seht, es wird gelb. Die schwarze Fläche wird gelb. Da kommen wir zu einem Punkt, der ganz wichtig ist. Das zeige ich euch aber gleich noch. So, jetzt wenn ich Nachzeichnen hin, zeige ich euch gleich noch. Ja, wir wollen nicht hektisch werden. Gut, jetzt zeige ich euch, wo das Problem liegt. Ich kann jetzt dieses Feld auch nehmen und hier verschieben. Ne? Mit links, ja, solange der Finger ist, der Zeigefinger ist, linke Maustaste drücken, gedrückt halten und ihr könnt das Ding verschieben, wie ihr wollt. Jetzt ziehe ich es mal kurz auf die richtige Größe. Und ihr merkt schon, ich habe jetzt hier extra ein Foto genommen, was so gut wie oder sehr wenig Kontraste hat. Und jetzt muss ich daran arbeiten, das zu verbessern. Aber vorher noch eine Kleinigkeit. Ha, ich habe es beinahe vergessen. Ich ziehe es jetzt einfach nur runter, dann seht ihr es. Ich habe die Möglichkeit hier noch, den hätte ich beinahe vergessen, Nachzeichnen Vorschau. Es ändert technisch nichts an dem Nachzeichnen. Also das Ergebnis ist das gleiche. Das Einzige ist nur, ihr seht jetzt hier eine durchgehende Fläche. Also außen um das Gelbe herum wird erstmal ausgeschnitten. Oder ihr könnt auch sagen, ich möchte es als Kontur sehen. Als Kontur. Und jetzt seht ihr, dass hier nur noch so außen so Flächen sind. Ich mache es mal ein bisschen. Mit dem Schwellenwert beschäftigen wir uns gleich mehr. Naja, ist egal. Wenn ich jetzt nachzeichne, werdet ihr sehen, dass das tatsächlich auch die Außenkante nachzeichnet. Na, der Punkt, der gehört einfach mit in das Bild rein. Den habe ich vergessen zu gruppieren. Okay. So. Und der hat jetzt hier auch noch jede Menge gezeichnet. Da kommen wir nämlich jetzt zu. Ich mache mal wieder alles rückgängig. Gehe wieder an die Position. Alles mit Steuerung Z, ne? Oder Command Z bei mir. Und jetzt bin ich da, wo ich eigentlich gerade hin wollte. Ihr habt verstanden. Durchgehende Füllung oder Kontur sind für euch nur, ja, damit es optisch besser für euch aufgelöst wird. So, jetzt kommen wir zu den Punkten, wo wir das Bild ein bisschen beeinflussen können. Ich habe hier ein Bild mit sehr, sehr wenig Kontrast. Und jetzt muss ich versuchen, das rauszuarbeiten. Dafür nehme ich den Schwellenwert. Was macht der Schwellenwert? Der Schwellenwert, der macht Folgendes, der fängt bei den dunkelsten Farben an, also im Prinzip bei Schwarz, das habt ihr gerade hier unten gesehen, das wird sofort schwarz gemacht, also gelb gemacht, wird sofort erkannt und geht jetzt vom Schwarz aus immer ein paar Stufen höher. Der steht automatisch immer auf dem Schwellenwert 45 und wenn ihr jetzt hier den bewegt, dann seht ihr, werden automatisch immer ein paar Grautöne mehr dazu genommen. Na? So, nur irgendwann, wenn man so wenig Kontraste hat, dann seht ihr, gibt es hier gar keine Auflösung mehr. Das ist alles verschwunden. Muss man nicht unbedingt haben. Deswegen, je höher die Kontraste sind, umso besser ist eure Auflösung dabei. Ich gehe wieder zurück. Wenn ich zu wenig habe, dann habe ich zwar auch was Schickes, aber das hilft mir nicht weiter. Also nochmal. Wir merken uns, der Schwellenwert sucht von der dunkelsten Farbe ab und je mehr ich den aufziehe, umso mehr wird die nächst hellere Farbe mit reingenommen. Das sind natürlich ganz feine Abstufungen, aber eben bei keinem Kontrast sehr, sehr schwierig. So, jetzt scroll ich mal näher ran.
Jetzt haben wir geklärt, was der Schwellenwert ist. Jetzt kommt es hier noch so was wie Dispeckel-Schwellenwert. Schönes Wort. Was kann ich damit machen? Ja, damit kann ich ein bisschen was beeinflussen. Ich gucke mal gerade bei dem Bild, habe ich es jetzt noch nicht gesehen. Na super. So. Achtet mal hier auf diesen Bereich. Ich ziehe mal ein bisschen. Danke. Das war jetzt wieder sehr clever von mir. Achtet mal hier auf diesen Bereich. Seht ihr diese ganzen vielen kleinen Dinger? Die wollt ihr nicht wirklich plotten. Die wollt ihr auch nicht entgittern später mal. Also kann man hier mit diesem Teil beeinflussen. Das macht nochmal so ein bisschen Feinarbeit, dass solche Sachen verschwinden. Wenn ihr da hinguckt, seht ihr, dieser Strich, der hier gerade noch war, ist komplett verschwunden. Ich lasse ihn wieder erscheinen. So, ihr seht, das ist, was ich mit Strich meine. Hier ist so eine Linie an Punkten. Und wenn ich den Wert wieder hochziehe, verschwindet das nach und nach. Na? Gut, irgendwann haben wir das, dann muss man, hat man die meisten Punkte sind dann verschwunden. Ja, oder auch alles. Und dann muss man halt für sich rausfinden, wo ist genau die Grenze, was für mich noch Sinn macht. Gut. Also, wir merken uns, der Schwellenwert stellt die Flächen ein, die erfasst werden. Das bedeutet, er fängt bei Schwarz an und sucht dann immer hellere Farben. Je höher ich den Wert setze, umso mehr Farben werden erfasst. Umso mehr wird auch dann gelb angezeichnet. Bis ich irgendwann das Bild komplett gelb habe, das bringt mir dann aber nicht mehr viel. Dann halten wir fest, der Dispeckel-Schwellenwert sorgt dafür, dass so kleine, man nennt das Störungen, so kleine Bildstörungen, die da drin sind, dass man die rauslöschen kann, indem man die eben nicht mehr erfasst. Na, jetzt im Großen sieht man es auch, wenn ich da mich bewege, dann sieht man auch erscheinen und verschwinden von diesen kleinen Punkten. Damit bereinigt ihr das Bild ein bisschen, dann wird es besser für euch. Gut, was haben wir da noch? Wir haben jetzt noch den Filter. Was macht der Filter? Dazu nehme ich mal die beiden Sachen jetzt von meiner Arbeitsfläche. Scroll mal ein bisschen raus. Und nehme mir dieses Bild. Das möchte ich jetzt gerne schneiden. Also nachzeichnen und dann schneiden. Jetzt habe ich aber ein Problem. Es löst mir noch nicht gut genug auf. Und ihr wisst ja, beim Nachzeichnen geht es von Schwarz nach Weiß. Also das mit dem Schwellenwert. Und deswegen habe ich das Foto verändert. Ich zeige euch das auch im nächsten Tutorial, mit welchem Werkzeug ich das gemacht habe. Ich habe also das Foto genommen und das daraus gemacht. Das habe ich auch wieder mit dem Studio gemacht. Also in diesem Fall habe ich keine andere Software dafür benutzt. So, jetzt scrollen wir wieder ran. Ich möchte nur die Blume ausschneiden. Ich nehme wieder den Bereich zum Nachzeichnen auswählen, gucke, dass das hier passt. Und hier ist ja nur erstmal ein grober Anhalt. Ich kann das ja gleich noch verändern, wie ich möchte. Und jetzt mache ich mal den Schwellenwert erstmal runter, damit ich was sehe. So. Sobald der Schwellenwert ganz runter ist, seht ihr, kann ich hier auch wieder das Bild sehen. Jetzt nehme ich den Schwellenwert und ziehe ihn langsam rauf. Und ihr seht, es fängt im Prinzip von innen an und geht dann nach außen. Aber das können wir verändern, indem wir den Filter einstellen. Wenn ich den Filter nehme, mal passiert, gucken wir, was jetzt passiert. Jetzt fange ich am Außenrand an und arbeite mich langsam nach innen. Es geht um das Motiv, nicht um das Gesamtbild. Und jetzt muss ich aufpassen, da den richtigen Wert erwischen und könnte jetzt hier ausschneiden. Jetzt kann ich wieder sagen, ich will die ganzen kleinen Sachen raus haben, Dispeckel benutzen, so weit rausziehen, bis das Ergebnis so ist. Ihr seht, dass dann auch hier so Sachen verschwinden, die eigentlich so ein bisschen noch ins Bild gehören. Also alles, womit ihr hier arbeitet, ist ein grober Anhalt. Es gibt keinen festen Wert. Es gibt keinen Stell auf 5 und alles geht. Funktioniert nicht. Es ist, jedes Bild ist
anders. Und jetzt kann ich einfach auf Nachzeichnen gehen und erhalte dann das Ergebnis, was ich haben möchte. Ich mache es jetzt einfach mal, ich gehe auf Nachzeichnen, ich erkläre euch gleich die Unterschiede beim Nachzeichnen, schiebt man das Bild beiseite. So, ihr seht, wir haben da jetzt noch eine Menge kleiner Punkte, die ich gar nicht haben will. Und die müssen wir jetzt auch bearbeiten. Das ist jetzt noch so ein kleiner Ausflug in die nächste Stufe, wie man das bearbeitet. Wenn ich dieses Bild also jetzt erreicht habe und hier draufklicke, seht ihr, es ist 1. Wie immer an dieser Stelle müssen wir uns damit beschäftigen, es sind Pfade. Jedes Ding, was hier drin geschlossen ist, also jeder kleine Kringel hier, der geschlossen ist, ist ein eigener Pfad. Wenn ich das Ganze jetzt mal einfärbe, seht ihr, was alles eingefärbt wird. Das sind auch geschlossene Formen. Wenn ich das jetzt bearbeiten will und das Kleinzeug rausmachen will, muss ich Folgendes tun. Ich markiere mir das Teil mit einem Rechtsklick und habe hier verknüpfte Pfade lösen. Und jetzt dauert es ein bisschen, weil ihr erinnert euch an die kleinen einzelnen Punkte. Und jetzt erscheint jedes einzelne Teil ein Quadrat. Das bedeutet, wenn ich jetzt einmal außerhalb des Motivs reinklicke und mich jetzt mal hier ranscrolle, kann ich aussuchen, was ich haben will. Den will ich nicht mehr haben. Markieren, weg. Den will ich auch nicht mehr haben. Markieren, weg. Jetzt ist es aber so, dass man auch manchmal da so 4-5 hat. Ich habe mein Studio so eingestellt, wenn ich jetzt die Shift-Taste drücke, ziehe ich so ein... Nein. Ich habe mein Studio so eingestellt, wenn ich den Rahmen aufziehe, alles, was jetzt berührt wird, wird gelöscht. Jetzt habe ich in diesem Fall das Teil auch mit berührt. Wir gehen mal hin. Diesen Rahmen, den außen, das seht ihr jetzt hier, das ist mitmarkiert. Da gibt es einen einfachen Trick. Shift, das Teil anklicken und schon seht ihr die Gesamtfläche, die wir markiert haben. Und wenn ich jetzt wieder auf Entfernen drücke, sind sie weg. So kann ich mich jetzt bei solchen Arbeiten durch das Motiv durcharbeiten, alles Kleine wegmachen und es dann schneiden lassen. Na? Jetzt muss er das alles berechnen. Das würde jetzt alles so geschnitten. So, jetzt mache ich da nochmal einen Pfad draus, damit ihr mal einen Eindruck kriegt. Ich mache da einen Pfad wieder draus. Das heißt, das Ganze wird jetzt zu einem zusammengearbeitet. Und jetzt gucken wir uns das mal als mit den Punkten an. Ihr seht, wie viele Punkte es sind. Jeder dieser Punkte muss neu berechnet werden, wenn ich jetzt dieses Bild zum Beispiel vergrößere. Wenn ich jetzt ein bisschen hier hochziehe, wird jeder dieser Punkte, die ihr hier seht, jeder einzelne dieser Punkte muss neu berechnet werden. Und deswegen braucht man für Vektorgrafikprogramme einen guten Rechner. Das ist einfach so. Das lässt sich leider nicht verhindern. So, dann gehen wir wieder aus dem Punktbearbeitungsmodus raus, gehen wieder zum Nachzeichnen. Und ihr seht, soweit, dass das alles ganz gut funktioniert. Jetzt haben wir noch eine Kleinigkeit. Ich mache das mal wieder weg. Das stört mich jetzt. Hol das mal wieder rüber. Und das wäre Skalieren. Und ich erzähle euch, was passiert beim Design Nachzeichnen. Was ist Skalieren? Das ist wieder ein Hilfsmittel. Ich habe hier mal besonders feine Sachen ausgesucht zum Nacharbeiten und ich markiere die jetzt mal. Bereich zum Nachzeichnen auswählen meine ich damit. Und jetzt gehe ich da mal näher ran. Wofür kann ich dieses Skalieren benutzen? Ich stelle es mal auf den Wert ganz schlecht. Dann seht ihr, wird es so ähnlich pixelig, es wird grob. Je kleiner ich diesen Wert einstelle, desto besser passt er sich an die Außenform an. Das heißt, ich kann noch mal ein paar Details mehr hier rausholen. Wichtig, der Wert geht nicht unter 4. Also ihr könnt da jetzt so lange dran ziehen, wie ihr wollt. Da passiert nichts.
Also skalieren benutze ich nochmal, um nochmal ein bisschen mehr Details aus etwas rauszuholen, was ich schneiden will. Gut, ich hoffe, das habe ich verständlich ausgedrückt. Jetzt kommen wir zu dem Punkt Nachzeichnen, Außenrand nachzeichnen und ablösen. Dazu gehen wir jetzt noch einmal ganz kurz raus, um es einmal zu verstehen. Ihr seht, dieses Ding ist ein JPEG. Es ist also ein Foto, was jetzt auf meiner Arbeitsfläche liegt. Okay, jetzt wieder den Bereich zum Nachzeichnen nehmen. Und er öffnet sich und ich sage jetzt Nachzeichnen. Ich schiebe das Motiv mal weg, dann seht ihr, er hat sowohl die Außenkanten nachgezeichnet, wie auch die Innenkante, nämlich das Loch hier. Das heißt, er hat das ganze Motiv so ausgesucht und jetzt kann ich hingehen und sagen, ich möchte das gerne in Rot haben. Und schon seht ihr, ich habe die gleichen Sterne wie da drüben. Gut. Nein, wir müssen das... War jetzt völlig Blödsinn. Wir müssen jetzt, ihr seht, dass sie aber auch zusammen sind. Jetzt war ich gerade weg. Manchmal macht das Gehirn nicht, was ich will. Jetzt kann ich hier wieder hingehen und mache das, was ich schon mal gemacht habe, verknüpfte Pfade lösen. Und jetzt ist jedes dieser Teile einzeln, aber auch der Innenkreis ist einzeln. Der ist jetzt nicht verschwunden. Ich muss jetzt nur hingehen, ich markiere das mal alles wieder. Und sage... nach einem Rechtsklick verknüpften Pfad erstellen. Und zack, seht ihr, ich habe wieder das, was ich vorher hatte. Weil in den einzelnen Motiven hat er das auch gelöst. Jetzt, das wollte ich euch auch nochmal zeigen, fällt mir gerade ein. Völlig andere Baustelle. Wenn ich das markiere, ich mache mal kurz den verknüpften Pfad wieder los. So, da hat er jetzt ganz viele Einzelteile draus gemacht. Ich will wieder einen verknüpften Pfad machen. Dann macht er jetzt von jedem dieser Teile die blauen Linien zum Orientieren, die wir ja benutzt haben. Ne? Smart Snapping. Das kann unter Umständen nerven. Ich lasse es jetzt einfach drin, aber ihr wisst ja, wo man das ausschalten kann. Nochmal, jetzt, wenn ich jetzt hingehe und sage verknüpften Pfad erstellen, kriegen wir wieder eine Einheit daraus. Und das Ganze ist Taco. Gut, verknüpften Pfad lösen. Wir scrollen mal näher ran. Und dann sehen wir, dass beim Nachzeichnen auch noch viele kleine, Fehler mit reingekommen sind. Ich persönlich benutze Nachzeichnen so gut wie gar nicht. Weil ich eben auf so einen Kram keinen Bock habe. Die Nachbearbeitungszeit ist mir zu hoch. Wie ich das mache, zeige ich euch ein andermal. Gut, also wir merken uns beim Nachzeichnen, ihr seht das auch hier an dem Schmetterling, außen und innen werden sowohl die Innen- als auch die Außenseiten des Motivs nachgezeichnet. Moment, ich schmeiße den ganzen Kram mal runter. So. Also, wir merken uns außen lang und innen lang. Und die Fehler, die da reinkommen, das seht ihr hier. Je schlechter euer JPEG als Vorlage ist, desto eher werden auch dann beim Nachzeichnen diese Pixel erkannt. Das ist ja gerade passiert mit den vielen kleinen Teilen. Also auch die Qualität des JPEGs entscheidet, wie gut euer Nachzeichnen wird. So, jetzt zeichnen wir nochmal nach. Ich habe jetzt dieses Motiv auf meiner Arbeitsmatte liegen. Moment, ich lege es mal genau auf die Arbeitsmatte. Und möchte daraus jetzt Print and Cut machen. Das heißt, ich möchte das Motiv auf meine Schneidematte kleben. Und ich möchte jetzt, dass einfach nur diese Sterne ausgeschnitten werden aus dem schon gedruckten Papier. Dann kann ich jetzt dieses Nachzeichnen nehmen. Gehe drauf. Und sage, Außenrand nachzeichnen. Dauert ein bisschen, weil wir viele Motive haben und im Hintergrund mein Rechner viel arbeiten muss, um auch tolle Videos für euch zu machen. Und wenn ich jetzt hier hingehe, seht ihr, dass er nur die Außenkanten gemacht hat. Und wenn ich jetzt dieses Blatt nicht bewegt hätte und
das dann jetzt zum Senden geschickt hätte, genau so und das so aufgeklebt, in den Plotter gehauen hätte, dann würde es tatsächlich auch so geschnitten werden. Bleibt uns noch die letzte Möglichkeit. Wir erinnern uns, dieses ist ein JPEG, ein Foto. Ich nehme jetzt nochmal Bereich zum Nachzeichnen. Suche mir die Sachen. Ich suche mir nur einen aus. Nein, ich will nur einen. Ich will den haben. Nein, ich muss nochmal da oben hingehen. Ich habe jetzt wieder das Kreuz. Ich will nur den haben. Und gehe jetzt auf Nachzeichnen und Ablösen. Und jetzt haben wir endlich mal eine Bezeichnung im Menü, die ungefähr das sagt, was auch passiert. Ich klicke da drauf. Er hat die Arbeit getan. Das markierte Feld verschwindet. Ich schiebe jetzt mal das Original-JPEG weg. Und ihr seht, er hat da ein Loch reingeschnitten. Das heißt, er hat aus dem Bild diesen Teil, den er nachgezeichnet hat, rausgestanzt. Ist wie eine Stanze. Und hat mir das auf der Arbeitsfläche gelassen. Wie ihr das nutzt, bleibt euch überlassen, eurer Kreativität. Ich hoffe, das Video hat euch wieder ein bisschen weitergeholfen, das Programm besser zu verstehen und zu nutzen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo oder vielleicht auch die Glocke freuen. Dann kriegt ihr auch immer direkt eine Nachricht, wenn es ein neues Video gibt. Und ich wünsche euch bis nächste Woche alles Gute, bleibt gesund und fit in den Zeiten. Tschüss, eure Cameo Maus.